Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu... Heute teste ich den nächsten von Gutes und Wasser. Drei Stück gibt's, habe ich gesehen, bisher. Und zwar die Sorte Gurke Minze. Also, bleibt dran! Gurke Minze. Es sprudelt ja auch schon ganz schön. Ich habe es schon mal vorbereitet, das Ding aufgemacht. Also ein Feuerzeug oder ein Flaschenöffner solltet ihr immer dabei haben, wenn ihr sowas trinkt. 1,59 Euro hat es gekostet. Ist ein bisschen teurer. Na, also dafür, dass angeblich natürliche Zutaten sein sollen. Zutaten: Wasser, Gurkensaft, Kohlensäure, Agavendicksaft, Zitronensaft, Zitronensaftkonzentrat. Ne, natürliches Aroma mit Minzgeschmack. Es ist vegan. Es ist laktosefrei. Es ist glutenfrei. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Man sieht es auch. Es ist leicht, ein bisschen leicht trüb. Und vorhin, als ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich da irgendwas drin rumschwimmen sehen. Irgendwie wie so ein Geist oder so. Ja, so ein bisschen. Naja. Okay, 13 Kilokalorien hat es auf 100 Milliliter und es sind drin 0,33, also 330 Milliliter sind drin. Das Design finde ich klassisch, ist cool. Der Becher ist auch im Start, aber eigentlich sieht man da auch nicht so viel. Das ist ein bisschen leicht grün, aber nur so am Rande. Also würde ich sagen, schenken wir es erstmal ein. Hört ihr, wie das klingt? Oh, das klingt gut. 0,33, da ist natürlich der Becher full. Ich muss sagen, diese großen Becher sind geil. Boah, das hat richtig viele Bubbles, hat es. Mal gucken, ob ich die Sache noch ein bisschen schärfer reinkriege. Also das hat richtig viele Bubbles und es riecht wie, also ich habe ja so einen Entsafter, also wo man so, kann man Gurken reinmachen und drückt die dann runter, dann werden die gehäckselt und dann kann man den Saft auffangen und den Saft trinken. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte mal Gurkensaft probiert, weil mein Sohn das probieren wollte. Und es riecht haargenau so. Minze rieche ich da jetzt im Moment noch keine raus. Aber das Design, hier diese beiden Dinge, es ist ein bisschen leicht trüb, aber hat viele Bubbles. Das Design schon mal 5 Sterne. Komisch, ich schmecke da überhaupt keine Minze raus. Da steht doch dabei Minze, oder? Ja. Wasser und Minze. Natürliches Aroma mit Minzgeschmack. Also Minze merke ich da jetzt. Ich
Ja, doch, ein bisschen. Also, wenn man liest, dass da Minze drauf ist, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass da Minze drin ist. Vielleicht haben in dem Saft auch nur ein paar Minzblätter drin gelegen, dass das Aroma übergegangen ist, so ein bisschen, und weil ein bisschen wenig Aroma aus der übergegangen ist. Aber es schmeckt Optimum nach Gurkensaft, ja. Es schmeckt haargenau so wie das Zeug, was ich damals gepresst habe in meinem, in meiner, also in meiner, ich nenne die mal jetzt Häckselmaschine. Richtig gut. Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut, 1,59 ist ein bisschen teuer. Schade, dass Bio-Sachen so teuer sein müssen. Wenn Bio-Sachen genauso billig wären wie hier die Mainstream-Sachen, dann würde sich fast jeder Bio kaufen, weil es eine Alternative wäre. Ja. Aber im Moment sieht es wohl so aus, dass so ein Getränk von einem großen Hersteller vielleicht 1 € kosten würde. Und hier kostet halt 1,59. Und es ist eine Flasche. Das finde ich schon allein obergeil, weil die kriegt man Pfand zurück. Aber diese Flaschen werden ausgespült. Da kann man sie wiederverwenden. Hallo! Ay, caramba. Okay. Also, vom Geschmack her. Ja. Also, mir gefällt es sehr gut. Das werde ich mir wieder kaufen. Geschmacklich gibt das ganz klar 5 Sterne dafür. Habe ich überhaupt gesagt, wie viele vom Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja, da es halt ein bisschen teuer ist, Preis-Leistungs-Verhältnis nur. Aber es schmeckt sehr gut, daher 4 Sternchen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, geschmacklich 5. Okay, ich bin in Dailymotion auch vertreten. Abonniert mich da mal unbedingt. Ich möchte unbedingt mal sehen, wie viele Abos ich da rauskitzeln kann. Im Moment habe ich nur einen. Nein, Spaß, ist egal. Aber könnt ihr ruhig abonnieren, ist in Ordnung. Freue ich mich drüber. Jo, dann bleibt nur noch zu sagen, ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, früher oder später ist alles drin. Und guckt mal in meiner Bio-Getränkeliste nach, da sind coole Sachen dabei. Ja. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.